Sabines Infobox. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Erfolgs- und Lebensgeschichten von spannenden Menschen wie du und ich. Heute habe ich mir die Haare schön gemacht, weil heute haben wir den Albert Bachmann. Er ist Friseurmeister, Trainer, Coach, Redner und er hat gerade sein neues Buch rausgebracht, Der gute Ton am Telefon. Er hat sich 1983 selbstständig gemacht mit einem eigenen Friseursalon. Er hat so eine große Vita, wenn ich jetzt alles durchgehe, Albert, dann brauchen wir schon alleine eine Stunde. Du hast einen Award gewonnen, du hast Auszeichnungen. Es ist so viel mit bei. Da gehen wir jetzt einfach mal ins Gespräch. Hallo Albert, ich freue mich, dass wir beide das Gespräch haben. Hallo Sabine, schön, dass ich dabei sein darf. Grüß dich. Ja. Albert, es ist ja so viel in deinem Leben passiert. Wir fangen einfach mal an. Wie wird man Friseur? Ich bin Friseur in der dritten Generation. Meine Eltern waren Friseure und ich bin im Friseursalon aufgewachsen. Bei uns war die Küche direkt hinterm Salon. Das war, heute würde man sagen, der Aufenthaltsraum. Ja. Das war unsere Küche, da haben wir gelebt. Ich bin also im Friseursalon aufgewachsen. Wenn ich nichts zu tun hatte oder so als Kleinkind, saß ich immer auf der Kiste mit den Schnitthaaren und habe meinem Vater beim Arbeiten zugeschaut und habe wirklich von frühester Kindheit auf Friseurluft geschnuppert und ich konnte mir nie was anderes vorstellen, als Friseur zu werden. Das war so mein Lebensinhalt von früh bis Abend. Und als ich dann mich entschieden habe, Friseur zu werden, der Vater meines Lehrers in der Schule, das war ein Freund von meinem Vater, die waren miteinander im Gesangverein. Und dann sagte man zu meinem Vater, Mensch, der Albert hat doch gute Noten, der soll doch was Gescheites lernen. Ne, so nach dem Motto, mit guten Noten kann man einen besseren Beruf wie Friseur machen. Ja. Aber es war vergebene Liebesmühe. Ich wollte Haarschneiden lernen, ich wollte Friseur werden und es ist heute noch eine meiner Leidenschaften. Toll. Ja. Wie ist es denn dann? Hast du dann auch bei deinen Eltern im Friseursalon gelernt? Nee. Genau. Mein Vater hat damals dann den Obermeister in Nürnberg angeschrieben nach einer guten Lehrstelle. Die habe ich dann bekommen, habe da 3 Jahre gelernt, war dann noch in zwei anderen Betrieben. Und mein Vater war relativ alt. Ich musste also schauen, dass ich die Meisterprüfung auf die Reihe bekomme. Und da gibt es ja so, du kannst ja in der Fachschule gehen, wo du 3 Monate am Stück machst. Mhm. Ich habe mich dann für die Handwerkskammer entschieden, hat 2 Jahre gedauert und ich konnte dann relativ schnell beginnen, Bundeswehrzeit und dann die Meisterprüfung, weil wir zu der Zeit hatten wir noch 3 Jahre gebraucht. Mhm. Und diese 3 Jahre konnte ich hernehmen für die Vorbereitung. Die erste Prüfung habe ich dann noch mit Sondergenehmigung geschrieben und dann hatte ich das Alter und war dann relativ schnell mit 21 war ich dann Friseurmeister und war dann bereit, in die Bütt zu steigen und habe dann 83 von meinem Vater oder von meinen Eltern den Salon übernommen. Also ist das schon eine schöne Karriere, weil ich kenne es ja, ich habe ja Friseurin gelernt, daher kenne ich ja dich. Ehrlich? Ja. Okay. Deshalb habe ich heute gedacht, ich darf mich jetzt für den Albert heute hübsch machen. Sehr schön, Sabine. Nur ich habe dann nicht weitergemacht. Ich habe dann ein Geschäft aufgemacht mit 17, also noch in der Lehre, bin dann einen anderen Weg gegangen. Wie ist es dann, Albert, dann hast du das Geschäft übernommen, auch gleich mit Angestellten oder wie waren die dann schon mit drin oder wie ging es dann weiter? Also mein Vater hat für mich ab 1981 die erste Friseurin eingestellt, den ersten Lehrling, 82 den zweiten Lehrling und ich konnte dann 83 mit 3 Mitarbeitern übernehmen. Habe dann den dritten Lehrling eingestellt und habe das dann geführt. Mein Vater ist dann 88 gestorben und ich war dann da quasi in der Verantwortung ab 83. Und er hat mir völlig freie Hand gelassen. Das war das Coole. Der hat mich wirklich machen lassen. Und dann bereits ab 85 kam dann der Weg in die Seminarbranche zusätzlich. Ja. Es ging dann los mit fachlichen Seminaren. Es gab eine Firma, die haben eine neue Tönung auf den Markt gebracht.
Und dann kam der Vertreter und sagt, Mensch, wir brauchen Friseure, die in andere Salons reingehen und die Technik erklären, das Produkt erklären, den Leuten zeigen, wie diese neue Technologie funktioniert. Und so bin ich mit der Seminarbranche in Berührung gekommen. Da war dann schon der Verkauf, wo es dann schon bei dir losging, wo du dann schon die Gespräche hattest, Verkauf gemacht hast. Ja, toll. Ja. Ja. Und das war dann so, ich habe dann 85 Mal meine Frau kennengelernt. Ja. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich schon in der Seminarbranche und es war immer so. Und sie hat mir immer den Rücken frei gehalten für meine ganzen Geschichten. Denn du kannst ja nur erfolgreich sein, wenn du machen kannst. Ja. Ja. Wenn du an jemanden hinten dran hast, der dich bremst, hast du verloren. Mhm. Und da muss ich sagen, mein ganzer Erfolg ruht auf den Schultern meiner Frau. Mhm. Ja. Ist sie auch Friseurin? Nee, sie ist Lehrerin. Oh. Sie ist Lehrerin, ja. Okay. Hat aber immer Verständnis für meine Tätigkeit und hat mich immer unterstützt. Mhm. Ja, somit konntest du dann deinen Weg weitergehen. Ja. Das ist dann schön. Na, hast du ja praktisch auch den Namen Bachmann beibehalten, schon mit dem Friseursalon. Hattest du mehrere aufgemacht oder wie war das dann, Albert? Ich hab einen Salon gemacht, habe aber in der Anfangszeit, ne, da war ja so 19, ich habe dann 83, so 85, 86 war dann so dieses Ding, ich habe mir ins Büro eine Karte vom Landkreis gehängt und habe gesagt, so, ich gehe von Rostal aus über Kadelsburg, Burgfamberg nach Fürth und ich gehe dann andersrum, Oberasbach, Unterasbach, Altenberg nach Nürnberg und mache so die ganze Region, beherrsche ich dann haartechnisch. Das war so mein Ziel. Und dann ging es los, ich habe mir dann den ersten Marker gesetzt in die Nachbargemeinde nach Kadelsburg und habe dann ausgeschrieben nach einem Salon oder nach einer Location für einen Salon, habe dann einen Neubau entdeckt und habe dann mit den Architekten Kontakt aufgenommen. Ich hatte zu der Zeit eine Kollegin, mit der habe ich Meisterprüfung gemacht und da haben wir gesagt, wir machen das miteinander. Ich betreibe das und sie macht die Geschäftsführung. Und dann, also lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kam der Architekt, sagt, sie bekommen den Laden. Sag ich, okay. Dann habe ich die angerufen, sage, wir kriegen den Laden, treffen wir uns morgen Abend 20 Uhr, machen Nägel mit Köpfen. Nachmittag um 13 Uhr schellt das Telefon, ruft die gute Frau mich an und sagt, ich komme gerade vom Frauenarzt, ich bin schwanger. Nein. Du, und das war so ein Signal. Und das Signal war, kümmere dich um deinen Laden. Mhm. Also der Beginn und das Ende meiner Filialtätigkeit, 24 Stunden. Mhm. Selbstständig. Ja, und ich habe da gesagt, nee, ich mache einen Laden. Ich habe den dann hochgezogen auf 17 Mitarbeitern. Wir haben den dann immer wieder ausgebaut und erweitert und können zu den 3% der großen Friseure in Deutschland, die eben richtig umsatztechnisch gut dabei sind. Ja, toll. Ja. Und Albert, jetzt kommen wir ja ein bisschen dazu. Ich hatte ja nicht die ganze Vita vorgelesen. Ich habe ja gesagt, wir werden ja dann nicht fertig. Wie hat sich dann nachher entwickelt, dass du nachher in den Trainerbereich reingekommen bist und dann gecoacht hast? Nun bist du in die Läden mit rein. Erzähl mal da ein bisschen was, das interessiert mich. Also ich habe erst diese fachlichen Seminare gemacht. Das war Tönung, Farbe, Haare schneiden. Ja. Dann gab es eine Seminarfirma, die haben Verkaufstrainings gemacht. Dann bin ich in die Theorie-Seite gewechselt, Verkaufstraining, ja. Kommunikationsseminare, habe eine NLP-Ausbildung gemacht. Ja. Dann haben wir persönlichkeitsbildende Seminare gegeben. Dann kam der Wechsel zum anderen Industriepartner. Dann sagt da der Vertriebsleiter, wir brauchen ein Unternehmerseminar. Ein Unternehmerseminar, dass wir den Friseuren sagen, wie ihr Laden optimal funktioniert. Mhm. Und dann haben wir zu dritt haben wir dann ein Unternehmerseminar geschrieben. Daraus hat sich dann ein Rezeptionsseminar entwickelt. Und ich habe daraus dann mein Telefontraining entwickelt und habe dann immer parallel dazu, wenn ich in den Läden war, dann kamen noch Fragen. Und dann hat es eben angefangen, dass ich die Friseure gecoacht habe. Mhm. Ja, das hat sich da so im Laufe der Jahre entwickelt. Und ich habe jetzt dann, also 2001, hatte ich dann so ein Schlüsselerlebnis.
mit einer ziemlich schweren Krankheit, mit einer Gehirnhautentzündung. Da hat sich dann so meine ganze Denke etwas verändert, wie es denn so weitergeht. Ich habe dann einfach darauf geschaut, dass wir uns an Wettbewerben beteiligen, dass wir den Namen einfach noch größer machen. Und mir war dann auch eins klar, wie ich gemerkt habe, meine Töchter interessieren sich nicht für den Beruf. Wenn du zwei Töchter hast als Friseur, meinst du ja, alles gut. Ja. Ne? Aber meine Mädels haben sich da gegen den Beruf entschieden. Die eine ist Lehrerin wie die Mama, die andere ist Rechtsanwaltsgehilfin. Und mir war dann Familie immer wichtiger als das Unternehmen. Und dann habe ich mich entschieden, das Unternehmen zu verkaufen, loszulassen und mich mehr um meine Trainings- und Coachingstätigkeit zu kümmern. Und es war jetzt dann vor 5 Jahren so weit, dass ich den Salon verkauft habe an einen ehemaligen Lehrling von mir. Der Thomas hat bei mir gelernt, war 10 Jahre bei mir und hat jetzt den Salon übernommen und führt den sensationell weiter. Ich darf noch 2 Tage Haare schneiden, weil es mir einfach gefällt. Und den Rest bin ich halt unterwegs und mache Seminare und Coachings. Und Buchlesungen dann im Moment. Ja. Hat dann der Laden einen neuen Namen bekommen oder ist Bachmann geblieben? Ist noch geblieben. Er ist jetzt dran. Ja. Er ist jetzt dran an der Änderung, weil es ist jetzt 5 Jahre her. Ja. Und ich denke, er hat jetzt so seine eigenen Fußspuren hinterlassen, dass es jetzt gut ist, wenn der Laden dann einen anderen Namen kriegt. Ja. Das ist natürlich... Gut, wenn es, Entschuldigung, Albert, ist natürlich gut, wenn es nicht gleich gemacht wird, sondern wenn es dann ein Prozess ist, bis sich es eingespielt hat. Absolut, er hat am Anfang von dem Namen ganz viel profitiert. Viele Kunden haben gar nicht geschnallt, dass ich nicht mehr der Chef bin. Die haben erst nach 2 Jahren gemerkt, dass der Thomas der Chef ist. Aber er macht es wunderbar. Er ist fachlich auf einem wesentlich besseren Niveau, wie ich jemals war. Der hat ein Händchen für Haarfarbe, für Hochsteckfrisuren, für Haarschnitte. Sensationell. Mhm. Und darum kann ich sagen, ich kann den Laden ganz mit ruhigem Gewissen von dem Thomas managen lassen, weil er einfach fachlich so eine Granate ist. Mhm. Na, da geht einem natürlich das Herzchen auf mit dem, was man über Jahre aufgebaut hat, schon von einer Generation her. Und dann, dass es so weitergeführt wird, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, absolut. Es gibt ja viele, die dann das Geschäft hergeben und die das dann gegen die Wand fahren. Ich denke, da ist man dann nachher schon traurig, wenn man das so schön aufgebaut hat. Hm? Ja, aber ich habe ein bisschen Schmerzensgeld bekommen, wenn das dann so wäre, sodass alles okay ist. Er hat die Firma gekauft, alles gut. Ja. Es ist sein Unternehmen und er führt es so, wie er meint. Aber wie gesagt, fachlich sind wir nochmal gewachsen durch seine Leitung. Ja. Albert, wenn du jetzt im Friseursalon bist, was machst du dann mehr? Herren oder Damen oder gemischt? Weil ich war ja mehr die Herrenfriseurin dann nachher. Ich habe es ja gelernt, aber dann die Herrenfriseurin mehr. Was ist dein Gebiet dann im Salon, wenn du die zwei... Ich mache beides. Beides dann. Ich habe Damen, habe Herren. Ja. 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 Genau, mach beides. Ja, kann ja sein, dass du sagst, du bist mehr im Herrensalon. Das gibt es ja auch, ne? Ja. Ja. Ich denke mal, ich habe so 50-50 den Anteil. Nein, und jetzt machst du es auch Spaß auch, ne? Du bist dann da, es macht dir Freude. Ich freue mich, wenn ich 2 Tage rein darf. Wir haben ja jetzt im Moment durch Corona immer noch Schichtarbeit. Habe jetzt diese Woche Donnerstag, Freitag Spätschicht, nächste Woche dann Frühschicht. 7.30 Uhr bis 13.45 Uhr oder 14.15 Uhr bis 21 Uhr. Und ist einfach klasse. Ja, toll. Ja. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, toll. Mit deinem Verkauf und mit der Trainertätigkeit, das war doch am Anfang eine Marktlücke für Friseure, oder Albert? Warst du da schon der Vorreiter? Oder wie? Bei dem Thema Telefon auf jeden Fall. Ja? Da bin ich der Einzige, der das Thema eingehende Terminanrufe behandelt. Denn wenn du heute mit jemandem über Telefontraining sprichst, dann geht es immer darum, am Bürodrachen vorbei zum Entscheider. Ja. Wie komme ich zum Entscheider? Und ich habe den anderen Weg. Ich bediene alle Branchen, wo du als Kunde, als Patient, als Klient anrufst und sagst, ich hätte gerne einen Termin. Ich mache Friseure, Kosmetiker, Physiotherapeuten, Ärzte bis hin zum Reifenservice. Und ich hatte kürzlich Handwerker trainiert, die gesagt haben, das kotzt mich an und am Freitagabend. Und ich habe dann gesagt, ihr seid doch selber schuld.
Wie bietest du deine Termine an? Wie verkaufst du deine Termine? Du hast es in der Hand, am Dienstag spätnachmittag einen Besprechungstermin zu haben, nicht nur am Freitagabend. Und das ist so mein Thema, wie bekomme ich die Termine am besten verkauft? Und schön ist, dass du das aus jeder Branche machst und nicht nur jetzt die Friseure, sage ich mal. Ja. Ne? Ja. Und es gibt so viele Ärzte und gerade Physiotherapeuten, die sagen, wir wollen nicht nur Schmerzen behandeln, Wir wollen auch das Thema Wellness, wir möchten gerne Upsells platzieren, wir möchten gerne Zusatzverkäufe machen, wir möchten den Patienten an die Hand nehmen und ganzheitlich betreuen. Und es gibt Ärzte, die sagen, jawohl, ich möchte meinen Terminkalender so füllen, wie ich das möchte. Weg vom, wann möchten Sie? Ich sage immer Kundenwunsch-Terminaufschreiber hin zum Terminverkäufer. Und es ist echt spannend, was sich da in diesen medizinischen Branchen bewegen darf. Ja. Und reden ist ja eh und je dein Ding, also macht es ja auch noch Spaß. Ne? Jetzt absolut, fällt mir leicht. Ja, genau. Ich hatte dich ja auf einer Veranstaltung kennengelernt. Ich glaube, wann war das? Albert, vor 2 Jahren, ist das auch schon wieder her? Oder? Das war bei Dirk, oder? Genau, bei Dirk Reuter. Genau. Bei Dirk Reuter haben wir uns ja, genau. Ja. Ja, 2 Jahre kann gut sein, doch. Ja, genau. Deshalb freue ich mich ja, dass wir heute das Interview haben. Ja, und dann ging deine Laufbahn weiter, dass du dann Redner geworden bist, auch Vorträge auf der Bühne hältst. Genau, es war dann so, ich bin dann von diesen ganzen Friseurthemen, bin ich dann irgendwann an das Schmidt-Kolleg gekommen, der alte Josef Schmidt, eine Management-Schmiede in Bayreuth, Unternehmerenergie. Und es hat mich so fasziniert. Und ich habe dann für Schmidt-Kolleg habe ich dann die Praxisseminare gegeben oder die Praxisvorträge bei dem großen Seminar gehalten. So habe ich dann Dirk kennengelernt und bin dann, Dirk hat gesagt, okay, das, was du machst, das hätte ich gern in meinen Veranstaltungen. Ich durfte dann bei Systemvertrieb 2, bei seiner Mastermind, wenn er eben mit den Unternehmern arbeitet, dann sagt er immer, und morgen habe ich einen Friseur für euch. Toll. Dann sind die erst einmal schockiert. Ja. Und hinterher dann wirklich fasziniert, wie ich es geschafft habe, unsere Prozesse, unsere Abläufe so bis ins Kleinste runter aufzuspalten, um sie dann gut nachvollziehbar zu machen, um eben hoch zu skalieren. Das Thema. Wie schaffe ich es, mein Unternehmen wachsen zu lassen? Und ich habe mein Unternehmen so auseinandergenommen. Ich habe ein Handbuch, ich könnte wirklich morgen anfangen, eine Kette draus zu machen, ein Franchise-System draus zu machen. Es war nie mein Ziel, aber es würde gehen. Ja. Naja, da entwickelt sich ja jetzt noch mehr. Jetzt ist ja dein Buch rausgekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Ne? Und das ist ja schon ein Erfolg. Ne? Wir hatten ja im Vorgespräch ja schon gesprochen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Wie ist denn das Büchlein aufgebaut oder das Buch, Albert? Das Buch? Ja. Es ist wunderschön. Es ist ein Hardcover-Buch. Es fasst sich einfach geil an. Es ist schön. Ich zeige natürlich erstmal die Probleme auf, die du hast, wenn Kunden bei dir anrufen. Und dann gehe ich systematisch durch, wie wichtig ist die Einstellung, wie wichtig ist das Mindset zum Telefonieren, wie wichtig ist die Meldung, die Botschaft, die du sendest, dann der Gesprächsleitfaden. Wir arbeiten an Gesprächsleitfaden und um eben den Kunden an die Hand zu nehmen mit einem schönen Zusatzverkauf, mit einem also Upsell, mit einem Cross-Sell zu bedienen, um dann hinterher den Terminplan optimal gefüllt zu haben und die Kunden optimal, also den Kassenzettel, der dann hinterher rauskommt, optimal bestückt zu haben. Und ich gebe noch einen Ausblick in die Zukunft. Ich bin im Moment dran, mit einem Kollegen ein Callcenter im Moment für Friseure zu etablieren, dass wenn du bei deinem Friseur anrufst, der richtet eine Weiterleitung ein, das geht ans Callcenter und das Callcenter macht deinen Termin und der Friseur kann in Ruhe arbeiten, ohne dass er eben gestört wird. Und das ist das Schöne. Ja, das kenne ich ja von meinem Friseur, Albert, wenn ich dann da sitze mit der also praktisch die Farbe auf dem Kopf ist, die ist ja so viel am Telefonieren, die kann ja gar nicht so auf das Gespräch dann mit eingehen, weil sie ja dann nur die Termine am Telefon auch mitmacht. Jetzt überleg mal, du buchst einen Termin, eine Stunde, bezahlst für diese Stunde, jetzt wenn die dreimal ans Telefon geht,
dann bekommst du nur 50 Minuten für deine bezahlten 60. Ja. Die bescheißt dich. Ja. Also, jetzt wenn die den Rücken frei hätte, wenn die sich um das nicht kümmern muss, müsste. Ja. Ne? Und darum sage ich, mit diesem Callcenter verändern wir die ganze Beauty-Branche. Wir starten mit den Friseuren. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit der Kosmetik weitergeht. Und wir bringen da echt was Großes in die Welt. Das weiß ich. Na toll. Finde ich klasse. Ja. Na guck mal, schau mal, ich bei meinen Beratungen, ich gehe ja auch nicht ans Telefon. Ne? Also ja. Kann ich ja gar nicht. Wenn ich da eine anderthalb Stunden Beratung habe, dann kann ich ja nicht in der Beratung, wo ja dann die Themen mit bearbeitet werden, kann ich ja dann nicht ans Telefon gehen. Also mache ich ja auch nicht. Du möchtest auch den Kopf frei für deinen Klienten haben, den du im Moment... Na, genau. Ja. Ja. Der wichtigste Mensch, der mir gegenüber sitzt, der ist wichtig und nicht das Telefon oder jemand anders. Genau. Ja. Natürlich weißt du, wenn das Telefon läutet, es ist ein potenzieller Kunde dran, da war der Auftrag, das ist ganz klar. Aber wie kann ich das sauber voneinander trennen? Hm. Da gibt es eben so viele Möglichkeiten, Anrufbeantworter, Online-Buchung, genau, Callcenter. Genau. Das beleuchte ich alles in meinem Buch. Welche Chancen hat da jeder? Ja. Na? Also ich freue mich, das kommt ja die Tage. Da liegt es ja in meinem Briefkasten. Ja. Ja. Albert, jetzt möchte ich nochmal zurückgehen. Du hast so viele Preise gewonnen, Auszeichnungen bekommen. Ja. Was hat denn das mit dem Gewinner... Intercore für Diamond Award auf sich? Das würde ich noch gerne wissen. Ich muss vielleicht anfangen, warum die Preise? Ja? 2001, als ich krank war, ich hatte Gehirnhautentzündung, ich bin mit dem Krankenwagen weggefahren worden und ich habe gedacht, als ich aus meinem Ort, aus Rostar hinausgefahren wurde, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr zurück. Mhm. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe gedacht, das war's jetzt. Als ich dann 2, 3 Tage später gemerkt habe, die Ärzte in Nürnberg waren klasse, die haben den Albert Bachmann seinen Arsch gerettet. Ich habe mir gedacht, was wäre gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre? Was hätten die Menschen über Albert Bachmann erzählt? Und ich hatte damals so einen Schnauzer so hochgedreht, so Friseur halt, ne? So hochgedreht und immer einen Spruch auf den Lippen. Denk mal, wenn meine Witze und mein Schnauzer das Einzige wäre, was übrig geblieben wäre, das ist dünn, das ist wenig. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern was in die Welt bringen. Ich beteilige mich an Wettbewerben für 10 Jahre und ich möchte Spuren überall hinterlassen. Und wir haben vom Bayerischen Qualitätspreis beim Bund der Selbstständigen über den internationalen Managementpreis, den Global Salon Business Award, über den Marketingpreis, die Diamond Awards, bis zum Unternehmerenergiepreis, haben wir in diesen 10 Jahren 9 große Preise abgeräumt. Und der Diamond Award, das war ein Marketing Award, den haben wir 2-mal gewonnen. Das erste Mal war das Thema Unternehmensführung. Und das erste Mal war Neukundengeschichte und das zweite Mal war das Thema Unternehmensführung. Und in dem Jahr haben wir dann auch noch den Best of the Best, also von den ganzen Gewinnern die Sahnehaube obendrauf. Und das war schon eine geile Geschichte. Das war so zum Ende 2011, war das für mich so eine Amarena-Kirsche auf der Sahne obendrauf. Mhm. Ja? Mhm. Ja, sehr schön. Ja. Und wie ist es denn jetzt mit den Preisen? Was ist denn so dein nächster Preis, den du jetzt bekommst? Du, ich habe jetzt erst vor vier Wochen den Sales Champion Award vom Dirk Kräuter bekommen. Ja, genau. Ich bin kurz davor zum FMFM Artist ausgezeichnet worden. Das ist Brancheninspiriererpreis. Mhm. Also es waren in diesem Jahr wieder 2 Awards und das finde ich einfach so schön. Und den Preis vom Dirk hat mich besonders gefreut, weil wir haben in Corona. Ich habe ja am 2. März mein letztes Seminar gehabt, am 19. Juli das erste. Ich war ja kaltgestellt. Und ich habe es trotzdem geschafft, das Jahr nochmal aufs letzte Jahr eins draufzusetzen. Im letzten Jahr haben wir gut draufgesetzt. Das war so der Ursprung für den Preis. Und dieses Jahr nochmal eins, sodass ich sage, Corona war für mich ein sehr
oder das Jahr 2020 ein sehr effektives Jahr. Was da alles ins Handeln, ins Leben gekommen ist, also das ist unwahrscheinlich, das war eines der produktivsten Jahre überhaupt. Wenn nicht das produktivste. Ja. Na, da darf ich aber mit zu sagen, du warst ja auch fleißig. Du hast dich ja bewegt, du hast ja trotzdem etwas getan und dich nicht ausgeruht, Albert. Ich habe jeden Morgen einen Livestream gemacht während Corona-Zeiten, Albert Bachmann morgens täglich live. Mich haben so viele Friseure angeschrieben, du inspirierst uns, du hilfst uns, du gibst uns Tipps. Also ich war da wirklich, wirklich sehr fleißig und ja, doch. Genau. Doch muss ich sagen, ich war fleißig. Ja, und das kommt dann dabei raus, ja, das darf man von sich sagen, genau. Albert, wie stehst du morgens auf? Also ich sage mal, wie gestaltest du deinen Tag? Gibt es Rituale, die du hast? Erzähl doch mal was, das interessiert mich jetzt brennend. Also für mich sind Rituale ganz wichtig. Ja. 5 Uhr oder 5.30 Uhr stellt mein Wecker. Je nachdem, wenn ich in der Frühschicht bin um 5 Uhr, wenn ich einen normalen Bürotag habe um 5.30 Uhr, dann stehe ich auf, duschen, Haare waschen und dann anziehen. Wenn du im Jogginganzug rumläufst, dann ist der Tag verloren. Ich ziehe mich jeden Tag an, sodass ich aus dem Haus kann. Und dann gehe ich zum Frühstücken, jeden Morgen 3 Äpfel und ein bisschen Joghurt. Das ist mein Power-Frühstück morgens. Und dann bin ich um 7:30 im Büro. Da mache ich von 7:30 bis 8.15 Uhr die erste Online-Lektion, schaue mir irgendwas an. Um 8.15 Uhr gehe ich dann bis 9 Uhr die E-Mails und die Bank. 9 Uhr bis 10 Uhr mache ich wieder Arbeitslektion. Ich habe dann in meinem Handy immer so Dreiviertelstunden oder stundenweise dann Wecker gestellt, dass ich dann wieder eine Arbeit aufhöre mit der nächsten Beginn, dass du nicht 2-3 Stunden über ein Problem hängst. Weil es ja oftmals so, du machst was und dann geht die Zeit im Fluch und du hast eigentlich nichts geschafft. Du hast, Genau. Also ist schon dein Tag durchgetaktet von den Terminen her? Absolut. Ja. Um 12 Uhr bin ich dann der Beikoch bei meiner Frau, muss ich dann Gemüse schnibbeln, irgendwas. Ja. Um 13 Uhr tun wir Mittagessen und um 15 Uhr gehe ich dann wieder ins Büro. Ja. Und wie lange geht dann der Tag? 19 Uhr. Ja. 19 Uhr, wenn nicht irgend noch einmal ein Webinar ist am Abend, das kann auch mal sein. Ist ja klar. Dass es 21, 22 Uhr wird. Aber 19 Uhr schaue ich, dass sie hier irgendwie rauskommen. Ja. Und kannst du dann auch wirklich abschalten oder bist du vom Kopf her immer noch bei den Dingen? Vom Kopf her kann ich abschalten. Ja. Mein Handy habe ich zwar immer noch dabei, wenn dann jemand schreibt, ich bin erreichbar, aber es belastet mich nicht. Weil manche sagen ja, ich gehe jetzt nicht ans Telefon, das stört mich. Ja. Also wenn jemand schreibt, dann antworte ich auch und wenn antwortet, dann passt es halt wirklich nicht. Ja. Ja. Aber ich kann vom Kopf her gut abschalten. Das ist eine meiner Stärken, dass ich mich gut sortieren kann, jetzt und hier und dann schalte ich weg. Na, das ist natürlich auch gesund. Ja. Mich belastet auch, wenn ich jetzt im Friseursalon bin und dann hörst du ja ganz viele Dinge. Ja. Dann hörst du schöne Dinge, hörst interessante Dinge. Du hörst Dinge, die der Ehemann noch nicht weiß. Ja. Und du hörst aber auch schlimme Sachen. Krankheiten, also du hörst wirklich schlimme Sachen. Und wenn ich aus dem Geschäft rausgehe, ist das weg. Ja, so ist bei mir auch. Lass das nicht. Ich erzähle meiner Frau abends nicht, das und das und das und das war heute. Oder ich habe mich über das und das geärgert, weil dann hätte ich ja das Ganze um 20 Uhr in meiner Wohnung immer noch dabei. Ja, genau. Und darum lasse ich das weg und kann da gut rennen. Genau. Das kann ich auch, Albert. Jetzt bin ich ja auch 35 Jahre selbstständig und das sind auch Dinge, das habe ich auch nie mitgenommen, sonst wirst du ja nicht fertig, wenn du die ganzen Themen mitnimmst. Ja, genau, so mache ich es auch. Ja. Machst du den Sport? Ich mache Sport, ja. Ich gehe viel spazieren oder Radfahren. Ja. Also ich bin jetzt nicht der Chakalaka-Typ, aber eben einfach raus in die Natur. Ja. Das mache ich dann, dass ich einfach sage, jetzt gehen wir eine Stunde spazieren. Ob man das als Sport bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ja. Aber ich gehe in die frische Luft, bewege mich oder ich fahre mal eine Runde Fahrrad, aber ich treibe keinen exzessiven Sport. Ja.
Ja, ne? Na, und gerade Radeln ist ja schön für den ganzen Körper auch. Und in der Natur Ja. wissen wir ja eh und je. Ne? Wir sind ja hier in Rostock. Ich bin zwar in der Innenstadt am Marktplatz, aber ich bin in 10 Minuten bin ich draußen und wir haben dann so schöne Wälder. Ja, Oder ich schön. laufe dann mal zu der einen Tochter ins übernächste Dorf. Das sind 10 Kilometer. Ja. Ja, sowas mache ich dann schon mit einer schönen Ach Regelmäßigkeit. ja, schön, schön. Wie bildest du dich selber weiter? Du gehst ja bestimmt auch zu Seminare, liest du viel? Wie machst du das? Zu dem Thema Morgenrituale noch. Ich habe Ja. irgendwann Anfang des Jahres das Buch Miracle Morning gelesen, Ah, das habe ich im die Nu. erste Stunde. Und da ist es so ein Ritual, jeden Morgen zu lesen. 20 Minuten jeden Morgen nehme ich mir irgendwas vor und es sind in den seltensten Fällen Romane, sondern immer irgendwelche Bücher über Business, über Erfolg, Chakalaka, sowas. Ich besuche es ja über für mich bestimmt 3, 4 eigene Seminare, da wo wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, war ja auch so eine Geschichte, Ja. was ich für mich gemacht habe. Und ich hab viele Online-Kurse gekauft, die ich einfach so abarbeite. Ich hab viel Online-Medien und ich gebe, freue mich, wenn es endlich wieder so ist, dass man rausgehen darf. Oh ja, dass wir uns dann auch wiedersehen. Ja, du und ich habe einen interessanten Wert gehört, gibt für Weiterbildung so viel aus wie für dein Auto. Überlege einmal, das ist eine geile Nummer. Ja? Und wenn du dann ein Seminar besuchst und irgendjemand sagt, was hat denn das Seminar gekostet? Und ich sage dann 4.000 oder 5.000 Euro, dann schauen die, sagen die, bist du nur ganz sauber. Aber ganz ehrlich, ich gebe für mein Auto im Jahr auch 10.000, 15.000 Euro aus. Ja. Dann kann ich das in mich auch investieren. Auch wenn ich jetzt ein gewisses Alter habe, ne, ich möchte nicht stehen bleiben. Auch wenn du am Geburtstag immer hörst, bleib wie du bist. Nein, Genau. Die schicke ich nein, gleich zurück. Die geht gleich nein, einen zurück. Scheiß mache ich. Ich bleibe nicht, wie ich bin. Ich möchte jedes Jahr weiter wachsen. Genau. Ich möchte immer die Chance haben, mich zu entwickeln. Genau. Naja, das heißt ja, bleib so, wie du bist. Wenn du dich veränderst, ist es ja für die Person Unbequem. unbequem. Genau, Ja. Ja. genau. Ne? So sehe ich es auch. Ich kenne eine, die gibt im Jahr 25.000 Euro aus für Seminare, jedes Jahr. Und da hatten wir uns auch drüber unterhalten. Da sagt sie, ja, ich bin es mir wert. Das fand ich auch toll. Ja. Ja. Ich darf ja einmal im Jahr, darf ich ja beim Dirk Kräuter bei der Mastermind sein und da einen Vortrag halten und die Teilnehmer in der Mastermind bezahlen 75.000 Euro an den Dirk, dass der sie ein Jahr begleitet, plus Reisekosten. Also die kommen gut auf einen knappen Huni. Und jeder hat gesagt, ich habe mich mit vielen unterhalten, jeder hat gesagt, ich hole mehr raus, als ich investiere. Also, da sitzt aber keiner drin und sagt, erzähl mir, was du weißt, schauen wir mal, sondern das sind alles Macher. Und Ja. es ist spannend, wenn du solche Menschen triffst. Ja. Da haben wir es ja. Das ist Ja. ja dann das Verdiente, dass es Erfolgsmenschen sind, weil die sehen ja den Wert, die sehen ja alles ganz anders. Ein anderer, der überlegt, ja, gebe ich jetzt 5.000 Euro aus, dies und jenes, wissen wir ja, die drehen sich ja dann im Kreis. Wissen wir ja, Albert, also. Ich habe mal bei einem meiner Livestreams in der Corona-Zeit, habe ich mal gesagt, du triffst bei Seminaren, die teurer sind, triffst du andere Menschen als bei den kostenlosen oder Low-Budget-Seminaren. Du, die haben mich angegriffen. Die haben mich zur Schnecke gemacht. Diese Kapitalisten-Denke und, nur die Reichen und, boah. Aber ich stehe zu der Meinung, wenn Menschen mehr Geld ausgeben, dann die befassen sich mit anderen Dingen, die lesen andere Bücher, die betreiben andere Sachen in der Freizeit, die leben anders und es ist spannend, solche Menschen kennenzulernen. Einfach, wenn's da in der Pause sagst, hey, was hat dich im letzten Jahr am stärksten geprägt? Welche Bücher liest du? Kannst du ganz viel lernen? Na?
Also das hatte ich ja, du ja auch, gerade jetzt bei Dirk Reuter oder wenn man dann vorne im VIP-Bereich sitzt, da hatte ich ja auch viele Millionäre kennengelernt. Und da sieht man ja, die haben schon eine andere Denke. Die sind ja nicht umsonst Millionär. Die haben ja etwas dafür getan. Wir reden mal nicht von den Neureichen. Alles hat ja seine Berechtigung. Und die tun etwas, wie du schon alles aufgezählt hast. Die lesen Bücher, die gehen zu Seminare. Und sehe ich genauso. Albert, was sind denn für unsere Hörer so die drei goldene Tipps, die du mitgeben kannst? Das erste, lächle bereits beim Aufstehen. Du, ich finde es so schlimm, wie griesgrämig Menschen durch die Welt gehen. Und gerade in meinem Telefontraining sage ich immer, stell dir einen Spiegel ans Telefon, dass wenn du ans Telefon gehst, schau dich an, lächel und dann klingt deine Stimme schon anders beim Melden. Und ich habe jetzt nach 20 Jahren habe ich endlich einen Hersteller gefunden, einen Friseureinrichter, der einen Spiegel anbietet für die Friseure ans Telefon. Nein. Du, wenn die ganzen Friseurausstatter oder diese Einrichtungsausstatter, wenn ich die kontaktiert habe, dann haben die mir gesagt, braucht kein Mensch einen Spiegel am Telefon. Im Friseursalon hängen viele Spiegel. Sag ich, ja, aber der ans Telefon geht, muss ich sehen. Und jetzt habe ich einen gefunden aus München, der das macht und ich bin total happy. Also, wenn du aufstehst, ziehst du als erstes den Mundwinkel hoch. Ja, das genau. Ist für mich der erste Tipp. Der zweite, setzt dir jeden Tag ein Ziel. Ein Tag ohne Ziel ist ein verlorener Tag. Drum sind die Rituale wichtig und du musst heute effektiver sein wie gestern. Du musst jeden Tag eins draufsetzen. Und als drittes, sei konsequent. Sei konsequent. Das, was du sagst, mach's auch. Keine Lippenbekenntnisse, sondern... Ja. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, sehr interessant. Ja. Arbeitest du dann mit kurzfristig, mittelfristig, langfristig und auch einem Tagesziel? Albert, wie arbeitest du dann mit Zielen? Was ist so für dich das, was du für dich... Also das Prinzip der Schriftlichkeit ist für mich sehr wichtig. Ja. Und vielleicht mein Lebensmotto, das klärt so einiges, mein Lebensmotto ist Klarheit schafft Harmonie. Je klarer etwas definiert ist, desto leichter geht's. Ich arbeite schriftlich, ich arbeite mit dem Kalender in meinem Telefon. Ja. Da kommen die ganzen Aufgaben rein und wenn sie erledigt sind, man sie weglöscht. Wenn sie nicht erledigt sind, man sie den nächsten Tag übernommen. Das ist so meine Arbeitsweise. Und schon Priorität A, B, C. Ja. Und es muss alles relativ easy sein. Ja. Wenn es einfach nicht geht, geht es einfach nicht. Ja, genau. Ja? Und ich bin ja relativ einfach gestrickt. Ich kenne Schwarz und ich kenne Weiß. Also Hellgrau, Mittelgrau, Mausgrau, Steingrau, diese Nuancen kenne ich alle nicht. Sondern ja oder... Na? Na, das haben wir ja schon kennengelernt an unserem Friseur mit Haarfarben, ne? Ja. Das war jetzt so ein richtig schönes Gespräch mit dir. Wenn die Community jetzt dich finden möchte und gibt Albert Bachmann ein, ich denke mal, auf jedem Kanal findet man dich. Ja, ich bin wirklich von Facebook über LinkedIn, Xing, Instagram überall vertreten. Ja. Da bin ich überall zu finden unter Albert Bachmann. Meine Website ist albert-bachmann.de oder telefonklarheit.de. Ja. Da bin ich überall zu finden, ja. Also die ganzen Verlinkungen gibt es hier unten dann auch nochmal. Bei sabinesinfobox.de ist auch nochmal das Video mit drauf. Alle deine Verlinkungen. Albert, das ist perfekt. Ja, bei sabinesinfobox gibt es ja immer ein schönes Geschenk für unsere Community. Hast du denn da was Schönes für uns mitgebracht? Ich hab zwei Sachen für euch. Ja? Oder für deine Community, wenn jetzt jemand sagt, ich habe viele eingehende Anrufe und das Telefon stellt immer zur unmöglichsten Zeit. Ich habe einen Fahrplan, wie du rauskristallisieren kannst, wann Leute dein Telefon, um dir dann im zweiten Schritt Gedanken zu machen,
Wann brauchst du jemanden? Wann musst du dich entlasten lassen am Telefon? Weil oftmals kann man das Ganze auf 2 Stunden am Tag begrenzen. Ne? Also diesen kostenlosen Fahrplan. Und dann habe ich auf Upspeak eine kostenlose Mentor-App. Und da gibt es immer Impulse aufs Ohr zum Thema Telefon. Und das möchte ich gerne, diese beiden Sachen deiner Community zur Verfügung stellen, den Upspeak-Kanal und den kostenlosen Fahrplan. Das ist ein schönes Geschenk. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Klasse. Albert, ich danke mich für das ganz, ganz schöne Gespräch. Es war mal ich wieder schön, einen Friseur zu haben. Und ja, was würdest du mir noch für einen Tipp geben? Was soll ich dir für einen Tipp geben? Du siehst gut aus. Ich würde vielleicht die vordere Länge 2 Zentimeter kürzer, die 2 Zentimeter kürzer und nach hinten noch etwas kürzer, so Konkavlinie von hinten, dann kommt der Hinterkopf schöner raus, vorne die Länge und hinten etwas mehr Volumen. Aber ansonsten, die Länge, die Farbe finde ich sehr schön, passt gut zu dir. Dankeschön, dann komme ich doch zu dir. Gerne. So, dann danke ich euch auch fürs Hinschauen und wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet, würde ich mich sehr freuen. Hinterlasst einen Kommentar bei Sabines Infobox und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Albert. Dankeschön. Tschüss, Servus. Ciao.